Die Migrationsdebatte ist in den vergangenen Wochen wieder in beispielloser Weise eskaliert, und die AfD hat jetzt gerade hier noch mal einen draufgesetzt. Sie hat Menschen als illegal bezeichnet, und damit zeigt sie die pure Missachtung unseres Grundgesetzes und unserer Grundrechte hier in Deutschland. Das ist ein Riesenskandal. Aber auch die Union ist eine treibende Kraft. Und unter den perfiden Vorschlägen, die wir gehört haben, auch die Forderung nach einer Arbeitspflicht für Asylsuchende. Das ist wirklich schauderhaft. Die Debatte ist dabei völlig grotesk, denn sie vermittelt das Bild, dass Asylsuchende faul seien und Arbeit verweigern würden. Das ist blanker Rassismus, nichts anderes. Die allermeisten Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, wollen arbeiten und ein besseres Leben für sich und für ihre Familie aufbauen. Und wir wollen sie dabei unterstützen. Aber was hindert sie daran? Arbeitsverbote, Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, die fehlende Anerkennung ihrer Abschlüsse, mangelnde Kinderbetreuung. Hier gilt es doch anzusetzen. Die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, Arbeitsverbote abzuschaffen. Das finden wir sehr gut. Passiert ist aber bisher noch nicht viel. Die Folge ist, dass etliche Geflüchtete nach wie vor Arbeitsverboten unterliegen. Da gehört zum Beispiel pauschal alle Menschen aus angeblich sicheren Herkunftsstaaten und alle, denen sogenannte Duldung Leid erteilt wurde, den die Ampel ebenfalls eigentlich abschaffen wollte. Was ist eigentlich daraus geworden, fragen wir uns. Anstatt diese Missstände zu beheben, führen wir jetzt eine andere und absurde Diskussion über Arbeitsverpflichtung. Das muss endlich aufhören. Zum Antrag der Union. Der ist erstaunlich milde formuliert. Das hat mich etwas überrascht. Und offenbar nicht von innenpolitischen Hardlinern, die sich mit grausamen Vorschlägen zum Thema Flucht und Migration in den vergangenen Wochen in den Medien profiliert haben. Das ändert aber nichts daran, und das sage ich Ihnen auch als Juristin, dass Arbeitspflichten falsch sind. Was es braucht, sind Unterstützungsangebote und den Abbau von Hürden, keine neuen Zwänge und Sanktionen. Interessant ist übrigens, dass CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Wochenende eine Arbeitspflicht auch für Bürgerinnengeldempfänger ins Spiel brachte. Wer Bürgergeld bezieht und nach 6 Monaten keinen neuen Job gefunden hat, soll gemeinnützige Arbeit leisten, forderte er. Das ist absolut skandalös. Angriffe auf Grundrechte werden an Asylsuchenden getestet und umgesetzt. Das ist unfassbar. Aber die Angriffe bleiben nicht auf diese beschränkt, auf die Schutzsuchenden, sondern sie werden später auf andere Gruppen ausgeweitet, die keine Beschwerdemacht haben. Sie müssen zum Ende kommen, bitte. Ich komme zum Ende. Menschen, die keine Beschwerdemacht haben, auf die werden diese Verbote ausgeführt. Deshalb müssen wir alle Forderungen nach Einführung des Arbeitszwangs unmissverständlich ablehnen. Vielen Dank.